Hallihallöchen und willkommen zurück hier unter der Barriere im Minental. Und ja, ich gebe jetzt hier Whistler sein blödes Schwert ab, weil die Erfahrungspunkte können wir eh gebrauchen und dann haben wir demnächst eh ein neues Level und damit neue Lernpunkte und die stärke ich dann in Stärke und dann brauche ich sein Schwert ja eh nicht mehr. Also, was soll's? Ich hab dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Wie auch immer, eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Bis dahin, mach's gut. So, nochmal ansprechen. Er labert zwar im Prinzip fast das Gleiche, ist aber eine andere Dialogoption wieder. Wie sieht's aus? Gut. Du hast mir einen Gefallen getan, ich tue dir einen. Ich werde Diego erzählen, dass du ein zuverlässiger Mann bist. Einfach mal möglichst alle Dialoge mitnehmen, die es mitzunehmen gilt, die man kann. So, und hoffentlich rennt mir jetzt nicht Jekyll in die Fresse, weil der steht ja da oben. Da! Und hier ist Dusty. Hallo, Dusty. Hi, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich habe die letzten 2 Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür? Ein paar lausige Brocken Erz sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich habe mich mit Baal Parvester unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomez den Rücken krumm zu schuften. Dir gefällt's ja nicht. Wieso gehst du da nicht einfach? Weil ich nicht sicher bin, was mich da erwartet. Ich habe einen Kumpel hier gehabt. Melvin heißt er. Er ist vor einer Woche ins Sektenlager abgehauen. Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Und solange sich das nicht ändert, bleibe ich besser hier. Ja, bei Melvin muss ich immer an den einen Film. Wo ist Jekyll? Da, okay. Bei Melvin muss ich immer hier an den einen Film mit Danny DeVito denken, wo er da in einem Militärlager als Lehrer arbeitet. Schöner Film. Hallo, Baal. Mit dem hatten wir letzte Folge kurz mal gesprochen, der hat mich ja angequatscht. Und jetzt, quatschen wir weiter. Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Lecker Baguette und jetzt noch ein lecker Apfel. Ja, geh weg. Will ich nicht beim Fressen zusehen müssen. Dir, war. Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die Besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Ey, ich piss da in die Ecke und jetzt esse ich schön mit meinen Pisshänden einen Apfel und Schinken. Was macht Dexter? Geht jetzt auch pissen? Ist da die Toilette? Ja, da ist die Toilette. Okay, wir haben die Toilette gefunden. Auch interessant. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer spricht zu uns durch unsere Träume und Visionen. Seit er vor 5 Jahren das erste Mal mit Iberion in Kontakt trat, hat er uns geleitet. Alle Anhänger der Bruderschaft haben dem Glauben an die 3 Götter abgeschworen. Wir bitten nur noch den Schläfer um Erlösung. Erlösung wovon? Na, von diesem gottverdammten Ort hier. Der Schläfer wird uns den Weg in die Freiheit weisen. Was hat euch der Schläfer gesagt? Er hat uns in den Sumpf geführt zu den alten Tempelruinen. Dort haben wir unser Lager errichtet. Er hat uns die Unabhängigkeit gegeben. Keiner von uns muss mehr in den Minen schuften. Er hat uns die Wirkung des Sumpfkrauts gezeigt. Wir verkaufen es an die anderen Lager und bekommen dafür alles, was wir brauchen. Und er gab einigen von uns die Gabe der Magie.
einer alten, mächtigen Magie, verschieden von der, die die Magier des Reiches anwenden. Er sollte ihnen die Freiheit schenken oder sie in die Freiheit führen, doch er führte sie direkt in den Drogensumpf, in die Drogenabhängigkeit. Erzähl mir von der Magie des Schläfers. Diese Gabe verleiht die Fähigkeit, Dinge mit der Kraft deines Willens zu kontrollieren. Nur die Gurus unserer Bruderschaft sind in die Geheimnisse dieser Magie eingeweiht. Und jetzt gehen wir zusammen mit ihm dahin. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen, folge mir. So, hoffentlich rennen wir jetzt nicht in Jacke rein. Der dürfte ja da noch stehen. Steht er da noch? Ich glaube kaum, dass ich da... Da steht er. Oder? Ich steig mal hier aufs Dach. Gequatscht wird viel. Ach, der kommt ihnen gerade entgegen. Okay, gut, dass ich hochgeklettert bin. Ansonsten hätte er mich blöd angemacht. Verpiss dich! Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Laut? Läuft der noch? Oder wartet er auf mich, dass ich runterkomme? Nee, er ist runtergegangen. Sehr gut. Wir können weiter! Wir müssen uns rausschleichen. Ich brauche nicht schleichen. Darf ich auch nicht. Ansonsten wecke ich Aufmerksamkeit. So, jetzt sind wir im Prinzip in einer Gruppe drin. Und Viecher, die er tötet, die töte ich im Prinzip selber. Weil dann kriege ich Erfahrungspunkte. Wenn wir jetzt nicht in der Gruppe wären und er würde ein Vieh töten vor meiner Nase, würde ich die Erfahrungspunkte nicht mitkriegen. Und einen Varan kann ich leider nicht töten. Ich bin viel zu schwach für das Vieh. Ich hab den Varan getroffen. Ich habe keinen Schaden gemacht. Ach, den Knirsch gibt's ja auch noch. Und ich kann den Varan auch nicht ausnehmen. Ich müsste das erstmal lernen. Da dürfte doch noch ein Wolf sein, genau. Mal sehen, ob ich den töte. Ich kann eigentlich mit gezückter Waffe rumrennen. Kann ich eigentlich machen? Ja. Holzblock. Flock. Ich habe keinen Schaden gemacht. Ja, erwache selber. Erwache aus dem Drogentrip. Ja, ein Varan, ein Wolf, ist jetzt erstmal noch Blutfliegen und dann noch ganz viele andere Viecher. Ach du Scheiße. Gut, dass die alle auf ihn sofort gehen. Drei Blutfliegen auf einmal sind heftig, selbst für ihn, glaube ich. Na okay, Blutfliegen machen nicht einen Ansatz so viel Schaden wie Wölfe oder Varane. Ah, die machen halt doch Schaden. Ich glaube, bei mir machen die immer noch sehr viel Schaden. Und das ist ja nicht einfach nur ein Mückenstich, was die machen. Das ist wie von Elefanten getreten werden. So ein Blutfliegenstich. Blutfliege töten. Blutfliege töten. Bevor... Nein! Du Scheißvieh! Du hast mir Erfahrungspunkte geklaut. Komm zurück! Ich muss mich dafür rächen. Ah. Wir sind 40, 50 Erfahrungspunkte gerade flöten gegangen, weil das Scheißvieh einen Scavenger gekillt hat. Na naja, okay. Korb ist vergriffen. Ja, ist schade eigentlich. Ist sehr schade. Ich nehme mal kurz noch die Pilze hier mit. Aber tiefer in den Wald sollte ich nicht gehen, auch wenn da ein paar verlockende Scavenger sind. Aber wir müssen uns erstmal um diese Varane kümmern. Mit wir meine ich Imshake hier. Stört mich nicht! Dankeschön fürs Level. So, kann ich hier die Pfeife mitnehmen. Von dieser Brücke sollte man sich auch fernhalten und war gefährlich und so. Die kann ich hier nicht plündern. Müsste ich halt alles erst lernen. Man könnte sich jetzt im Prinzip hier in den Fluss stürzen und dann würde man sicher ins Sumpflager getragen werden.
Man fällt zwar einen Wasserfall runter, aber egal. Man überlebt es schon. Da, endlich wieder Gegner nach meiner Kragenweite. Ich habe sie ganz alleine getötet. Der Baal hat zwar versucht, mir zu helfen, doch er hat es nicht geschafft. Und gleich kommen nochmal Varane, die er töten darf. Wir könnten an denen jetzt vorbeirennen, aber wenn ich ihn schon dabei habe, wenn ich schon mal eine Tötungsmaschine dabei habe, kann ich ihn auch benutzen. Hallo, ihr Penner-Echsen. Penner-Echsen. Töte! Ich lock schon mal den nächsten an. Au! Der hat mir die Hälfte abgezogen! Der scheiß Varan! Immer schön essen. Damit man auch wieder gesund wird. Essen ist gesund. Ha. So, wir sind auch noch nicht ganz fertig. Da sind erstmal wieder Scavengers und dann noch zwei Blutfliegen, glaube ich. Zwei oder drei. Ja, halt die Fresse. Kurz was essen. Da kommt schon das nächste erste Vieh. Au. Ah, wollt mich das umrunden. Das ist gefährlicher an den Viechern einfach mal. Sie stechen hart zu und dann umkreisen sie einen auch wie eine Biene. Ey, wird das Ding da noch. So, letzte Blutfliege da. Kommst du auch nochmal her? Oder muss ich zu dir laufen? Ah, ihr seid so doof manchmal. Au! So, Palvis. Ich bin hier erstmal fertig, wa? Liegt hier noch was rum? Kann ich eigentlich auch gleich gucken. Muss da dann nicht gleich nochmal in der Höhle rein. Wo ist denn Palvis jetzt? Palvis? Palvis? Hallo? Hallo? Wo ist der Knirsch? Ist der ins Wasser gefallen? Bye, Palvis. Wo bist du? Ich vermisse dich. Und ich wollte noch Abschied nehmen. Wo ist denn der Sack? Hey, Erfahrungspunkte gehen verloren, wenn der jetzt weg ist. Das finde ich jetzt nicht schön. Ist der jetzt wirklich ins Wasser gefallen? Weißt du, wo ist der? Da steht er ja! Du kannst doch nicht vorausrennen, du Sack! Da sind wir übrigens bei einem Drogensumpf. Wir sind angekommen. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Frag nach Kor Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager.
Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Viel Glück. Dank dir hat sich das bisher sehr, sehr, sehr gelohnt. Wir sind ein Level aufgestiegen. Können wir mal gleich gucken, wie viel wir jetzt noch für das nächste Level brauchen. Ah, ein bisschen über 1000, 1100 oder so, weil ich jetzt nicht richtig geguckt. Und bam, Olleratsch hier. Olleratsch. Weniger auf 50, denn ja, brauchen wir denn nur noch 1000, wenn wir denn zusammen questen. Wahrscheinlich. Und die Lernpunkte, die wir jetzt erhalten haben, die stecke ich denn auch in Stärke. Ey! So. Kurz in die Höhle reingeschlichen. Da liegt wieder jemand, der sich von ein paar Mollerats töten ließ. Genauso wie Neck. Lusche. Ist wahrscheinlich in Drogenwaren hier reingelaufen. Hatte sogar einen Trank dabei und ist trotzdem gestorben. Amateure. Sagt der Typ, der sich von Valpavis jetzt hier gerade durchziehen ließ. So, kurz nochmal in die Höhle. War hier nicht noch irgendwas? Werde ich hier gleich nochmal gucken. Auf dem Weg in den Sumpf. Bisschen Pilze. Hier war ja nichts sonst weiter drin. Ich glaube, wenn man genug Höllenpilze isst, dann kriegt man, glaube ich, Mana. Oder einen größeren Mana-Balken oder so ein Scheiß. Gibt sozusagen hier unsichtbare Boni bei den Items. Wenn man genug davon isst, dann kriegst du das. Oder wirst abhängig von Drogen. So, den Scheiß noch mitgenommen. Aber wegen Valpavis nicht mitgenommen, weil wir den gesucht haben. Da ist auch noch was. Echt mal. Läuft da einfach vor. Kann ich auch nicht machen. Stürze ich mich jetzt... Nein. Ich habe gerade überlegt, stürze ich mich jetzt da rein? In den Wasserfall und kletter den da wieder raus? Oh nö. Wir springen durch den Nebel und den Regen. Denn lassen wir uns in Drogensumpf benebeln. Wie alle anderen da auch. Springe über die Fackel. Es hätte mich tatsächlich jetzt auch töten können, wenn ich noch höher geschleudert worden wäre. Guten Tag! Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Normalerweise spricht einen immer der Linke an. Da wir einen Auftrag von Dexter haben, der besagt, dass ich mich irgendwie... dass ich so tun soll, als ob ich mich aufnehmen lassen sollte, wegen dem Rezept von Korkalom, sage ich jetzt einfach, ich will mich anschließen. Obwohl es scheißegal ist, ich könnte auch einfach das da unten nehmen, aber ich glaube, das sehen sie dann auch wiederum nicht so gerne. Ich habe gehört, ihr seid auf der Suche nach neuen Leuten, ich will mich euch anschließen. Dann sei willkommen. Die Bruderschaft des Schläfers hat einen Platz für jeden, der sich vom Geist des Schläfers führen lassen will. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du versuchen, die Aufmerksamkeit von Baal-Namib zu erregen. Er steht direkt auf dem Platz hinter dem Tor. Aber du darfst ihn nicht direkt ansprechen. Warte, bis er dich anspricht. Ihr seid Zwillinge, ihr sagt genau das Gleiche. Ich brauche eine Rüstung. So eine Templer-Rüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Immerhin, besser als nichts. Umsonst gibt es den allerdings nicht. Ein Fashion Novizenrock für 500 Erz. Leck mich. Wie sieht's im Lager aus? Alles ruhig. Geh nur rein. Ja, wenigstens sind sie so freundlich. Ach so, nee. Wollte ich gerade sagen, ihr habt den Platz gewechselt. Aber habt ihr gar nicht. Hier ist die Liebe meines Lebens. Lester. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Baal-Namib angesprochen hast.
Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher, ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen, zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Irgend paar Junkies glauben an den Schläfer. Ja, nee, ist klar. Erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen, aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Kor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Bana Mip ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Kor Kalom schicken. Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein, aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Ich will zur Schmiede. Zeig mir den Weg. Zur Schmiede. Folge mir. Weil ich ja nach dieser Folge dann auch gleich wieder ein bisschen schmieden will. Und außerdem gibt er mir dann gleich auch nochmal eine Dialogoption. Wir müssen nur mal schnell von den Nanip weg da. Die Nanip-Typen. Und wir haben hier eine kleine Sightseeing-Tour mit Lester. Ist ein bisschen sehr verworren hier, ein bisschen. Manchmal stehen hier Wände, wo eigentlich keine Wände sein bräuchten. Lauf. Du musst doch nicht extra in den Matsch da rein. Weh, du kommst da nicht mehr raus. Ein Glück, könnt ihr auch klettern. Die Deppen. Es hat aufgehört zu regnen übrigens. Hier ist die Schmiede. Schau dich um. Ich warte etwa 1 Stunde. Dann haue ich wieder ab. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir unterhalten uns ein bisschen. Baal Namib macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst, du hattest eine Vision, in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Denkst du, du kriegst das hin? Kein Problem.
Ja. Zeig mir den Weg. Zurück zum Haupttor. Der kann erstmal allein hinlaufen. Wir gehen da gleich auch hin. Aber vorher holen wir uns unsere Ration ab. Tritt näher. Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Der kauft mir jeden Scheiß ab. Hier wirst du erstmal schon mit Drogen gefügig gemacht. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Du hattest deine Tagesration schon. Wenn du mehr willst, komm morgen wieder. Oder kauf was. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Hier erstmal sein ganzes Drogensortiment. Grüner Novize, schwarzer Weiser, Traumruf. Was haben wir? Wie viel ist denn der Scheiß eigentlich wert? Ja, würde so 8-7 Erz bringen. Läppert sich über die Zeit. Und selbst wenn ich den Scheiß... Ja, werden wir mal testen. So, hoffentlich lässt er schon zurück. Werden wir noch schnell den Scheiß da beenden. Dann suche ich mir eine Hütte, wo ich dann pennen gehe. Und wo ich eigentlich dann zwischendurch trotzdem nochmal schmieden gehe. Alles so verworren hier. Hier sitzt übrigens Melvin. Machen wir nächste Folge. Ich mach jetzt hier noch den Scheiß mit Lester fertig und gut ist. Wo ist denn der? Steht er da schon rum? Ja. Ah, gut, dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Das bist schon verarschen. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Nö. Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Kurkalon. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Weil nichts sagen wäre Schwachsinn gewesen, weil soweit er mich anspricht, darf ich ihn ja ansprechen. Ich soll ja warten, bis er mich anspricht. So, und jetzt ab ins Bett. Oder beziehungsweise ich gehe jetzt für euch pseudo-mäßig ins Bett, leg mich da rein, mach die Aufnahme aus, steh wieder auf, speicher, geh schmieden, leg mich wieder rein und dann starte ich dann wieder die Aufnahme, wenn der nächste Tag anbricht. Genauso mache ich das. Und in diesem Häuschen können wir in Ruhe schlafen, weil sich keine Sau hier für dieses Häuschen ein Glück interessiert. Ansonsten würden wir Stress kriegen. Es gibt nämlich hier kein normales Häuschen für uns, wie in den anderen Lagern denn. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Glück auf. Gute Nacht.